Die Spritpreise sind landes- und bundesweit erheblich gestiegen. Zahlreiche Tankstellenbetreiber auf der deutschen Seite der Grenze zu Polen sind um ihre Existenz bedroht. Viele Autofahrer fahren zum Tanken über die Grenze. Die Spritpreise sind dort deutlich günstiger. In Polen gab es zwar ebenfalls eine Preiserhöhung, doch der Preisunterschied zu Deutschland liegt trotzdem bei fast 70 Cent. Der Hauptgrund dafür sind die niedrigen Steuern in Polen. Das Nachbarland hatte noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine unter anderem den Steuersatz auf Treibstoff von 23% auf 8% gesenkt. Mit der Maßnahme sollten die Menschen in Polen von den Folgen der Inflation entlastet werden. Die Regelung gilt für einen Zeitraum von 6 Monaten. Das hat zur Folge, dass Tankstellen in direkter Grenznähe, wie in Albeck, mit heftigen Umsatzeinbußen zu tun haben. Ja, wir haben noch Kundschaft, aber es ist verschwindend wenig geworden. Wir haben einen Umsatzrückgang von ca. 70% bis 80%. Das macht sich an den Säulen bemerkbar, nur auch im Shop. Im polnischen Swinemünde herrscht dagegen großer Andrang. Ein Liter Super kostet hier umgerechnet 1,54 Euro. Viele Tankstellen haben Tanklimits eingeführt. So dürfen PKWs höchstens 50 Liter und LKWs höchstens 500 Liter tanken. Mancherorts ist das Befüllen von zusätzlichen Kanistern verboten. Viele Urlauber und Bewohner des nahen Grenzgebiets nutzen den Preisvorteil. Also wir waren in Zinnowitz im Urlaub, auf dem Kurztrip mit den Mädels. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg und haben gedacht, jetzt diese 20 Kilometer bis zur Grenze, die nehmen wir nochmal mit, um hier einfach günstiger zu tanken. Ja, für uns Normalbürger, so, ich wohne auf dem Lande, so, ich bin aufs Auto angewiesen, weil ich habe halt 20 Kilometer zur Arbeit. Und ja, da muss die Politik entgegenkommen, irgendwie, weiß nicht, vielleicht Mehrwertsteuer senken oder einfach die Spritpreise senken, weil das ist ja eigentlich nur künstlich hochgepusht, ne? Weil wenn man so sieht, der Ölpreis ist ja eigentlich höher im Moment als vor ein paar Jahren. Und niedriger als vor ein paar Jahren, aber die Preise steigen ja auch hoch. Ne? Also ich denke mal, das ist halt künstlich hochgepusht. Klar, wegen der Situation in der Ukraine natürlich auch. Aber da verdient sich jemand doof und dämlich, sage ich mal. Ne? Deutschland wird Zeit, dass Deutschland mal was tut, was die Spritpreise betrifft. Dass die endlich mal runtergehen, so wie die Polen das machen. Die Mehrwertsteuer teilweise runtersetzen. Dass auch das Geld auch in Deutschland bleibt. Und wir auch wieder tanken können. Und auch hängt ja auch Handwerksbetriebe hängen dran, die... da am Boden sind Bäckereien oder wir als Handwerker, wir müssen unseren Stundenverrechnungssatz nach oben setzen. Und im Endeffekt sagt der Kunde, nee, dann gibt es keine Aufträge mehr. Also das ist ein Kreislauf ohne Ende. Und wenn Deutschland nicht langsam was tut, ist hier Schluss, ist Feierabend. Manche Tankstellen haben wir nicht mehr mit Benzin. Also ich war hinten bei Shell, waren wir erst, die haben nur noch Diesel. Die bieten gar keinen normalen Super mehr an. Mal gucken, wie lange man hier auch noch tanken kann, bis das hier auch alles dicht ist. Auf deutscher Seite wird durch den erheblichen Preisunterschied eine Pleitewelle befürchtet. 900 Tankstellen könnten davon betroffen sein. Experten gehen davon aus, dass innerhalb des nächsten halben Jahres bis zu 400 davon pleite gehen. Das seien gut 1000 Arbeitsplätze. Die Betreiber fordern Unterstützung von der Politik. Ja, also die Preise sind ja dermaßen hoch, dass die Leute schon auf die Barrikaden gehen. Und jetzt am kommenden Montag sind die aufgerufen worden über Facebook, um Tankstellen zu boykottieren. Das heißt, wir verlangen von der Politik, dass da irgendwas schnellstmöglich gemacht wird, von der Preisgestaltung her. Und die Polen haben uns das ja vorher gemacht, wie sieht. Tankstellen gehören zur kritischen Infrastruktur. Sie versorgen unter anderem die Polizei und die Feuerwehr mit Treibstoff. Im Gespräch sind momentan Tankrabatte für bestimmte Personen wie Pendler. Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben die Spritpreise in Deutschland extrem zugelegt.